Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Heute spiele ich 3 gegen 1 gegen ein paar schwierigste KIs auf einer offenen Karte, also hier die Dry Arabia Version, und zeige ich da ein paar Kniffe zu. Vor einer Zeit hatte mal jemand in den Kommentaren gefragt, als ich mit dem Remake sozusagen angefangen hatte, ob ich nicht mal von dem Tutorial oder der Guide zum 2 gegen 1 Spielen gegen die schwierigste KI mal ein Remake machen könnte. Das ist mehr oder weniger hier das Remake, nur dass ich jetzt hier gegen 3 und nicht gegen 2 spiele, aber das Prinzip ist natürlich das gleiche. Ich habe halt noch ein paar Kniffe sozusagen herausgefunden, die ich auf jeden Fall noch mit euch teilen will. Werdet ihr im Laufe des Spiels dann natürlich sehen, was da genau diese Kniffe sind. Denn ich habe, ich würde mal sagen, so eine Art Denkfehler gemacht, wenn ich immer an diese Sache rangegangen bin, wie besiegt man die schwierigste KI in Mehrzahl sozusagen. Dann habe ich folgenden Fehler gemacht. Ich bin mal davon ausgegangen, ja, ich muss eine KI frühzeitig killen und dann zur nächsten übergehen. Das muss halt alles schnell gehen. Ist im Prinzip auch richtig, aber man muss die KI nicht komplett killen, um sie aus dem Spiel zu nehmen. Das heißt, ich kann einen Gegner rushen und sobald er keine Gefahr mehr darstellt, ihn in Ruhe lassen. Man muss ihn halt, ja, sozusagen so zustellen, dass er nicht wieder aufbauen kann und dadurch aus dem Spiel ist, aber noch nicht tot ist. Das heißt, ich mache das jetzt auch genauso in diesem Spiel. Ich werde einen Gegner sehr frühzeitig rushen, also so schnell ich es halt hinkriege in einer guten Zeit. Und versuchen, ihn dann von allen Ressourcen wegzuhalten, sodass er sich nicht aus seinem Dorfzentrum sozusagen heraustrauen kann. Und dadurch spare ich ihm Zeit. Also ich kann den einen Gegner relativ frühzeitig dadurch killen und dann zum nächsten übergehen. Das ist so, das ist immer so ein bisschen Glückssache, sage ich auch mal, weil es auch davon abhängt, was die Gegner denn machen. Denn wenn ich spiele jetzt gegen 3 Gegner, das heißt, ein Gegner ist auf jeden Fall der Pocket-Gegner. Also er ist am weitesten weg von mir, ist in einer Position, in der er gemütlich fast-gerade spielen kann. Ich weiß nicht, ob die KI ein Update bekommen hat letztens, aber sie scheint mir zumindest ein bisschen cleverer zu spielen in letzter Zeit. Mag auch sein, dass ich einfach lange nicht mehr gespielt habe und deshalb irgendwie einen anderen Eindruck jetzt habe, aber zumindest hat die KI, wenn sie da Pocket spielt, in der Regel auch, sag ich mal, die Intelligenz, die richtige Strategie zu wählen und auf Fast Castle auch zu spielen. Das heißt, sie gehen in der Regel für ihre Verhältnisse schnell in die Ritterzeit, also sind so bei 18, 19 Minuten in der Regel da. Normales Fast Castle wäre halt 16, aber die KI lässt sich halt bei allem so ein bisschen mehr Zeit, deshalb ist es auch hier der Fall natürlich. Und die Flanken werden wahrscheinlich auch mehr oder weniger militär aufbauen. Denn das habe ich auch festgestellt. Also vorher, also in den letzten Spielen, die ich so im Kopf hatte gegen die KI, ist mir immer aufgefallen, dass sie nicht voll alleine angreift, zumindest nicht frühzeitig. Und ja, eher so nach 20 Minuten oder um den Dreh von 20 Minuten rum in der Regel kommt der erste Angriff. Und ja, mittlerweile scheint die ein bisschen aggressiver gemacht worden zu sein, sodass sie halt auch ein bisschen früher angreifen können, und durchaus ist nicht immer der Fall. Was mit der Glückssache auf sich hat, ist, dass der Pocket-Spiel auf jeden Fall Fast Castle und ja, Ritter spielen muss im Prinzip. Das ist die beste Variante, um diese Vorgehensweise, die ich euch hier zeigen möchte, auch erfolgreich durchzuführen. Denn wenn der Gegner nur auf Ritter geht, heißt das, dass er während seiner Zeit, in der er in die Ritterzeit geht, keine Soldaten gemacht hat und vor allem keine Plänkler gemacht hat. Und das ist halt ganz wichtig oder beziehungsweise ganz hilfreich. Das heißt nicht, dass wenn er jetzt Plänkler macht, wenn er nicht Fast Castle spielt, dass das Ganze, was ich euch zeige oder der Ansatz, den ich euch zeige, unmöglich ist. Das ist auf keinen Fall der Fall. Aber es macht es ganz einfach schwieriger. Und ja, deshalb hoffen wir natürlich, dass hier auch der jeweilige Pocket-Spieler dann auf Ritter geht, sodass wir hier auch erfolgreicher bzw. leichter zum Erfolg kommen können. Jetzt habe ich halt das Spiel schon relativ früh gestartet und wollte halt dabei so ein bisschen reden. Deshalb habe ich jetzt losgelegt, ohne direkt mal die Einstellung und sowas zu erklären. Also ihr habt ja gesehen, wir spielen hier 3 gegen 1 gegen 3 KIs auf zufälliger Zivilisation und ich habe mir die Briten ausgesucht. Hat voll den Hintergrund, ich werde auf jeden Fall einen Bogenschützen-Rush spielen. Ich werde zumindest, der Plan ist, dass ich eigentlich im ganzen Spiel außer dem Bogenschützen keine andere Einheit mache. Wenn alles glatt läuft, muss ich auch keine andere machen. Also ich werde ganz normal einen Archer-Flush spielen im Prinzip und ihr werdet sehen, dass ich ein bisschen, ja, sag ich mal, von der Formel abweiche. Das seht ihr dann aber alles natürlich noch. Die Briten deshalb, ja klar, haben einen sehr guten Bogenschützenrush, haben halt auch den Bonus, dass sie in den nächsten Zeiten dann immer weitere Reichweite dazu bekommen und dadurch ja, kann man die halt nochmal ein bisschen besser kiten, kann man ein bisschen besser so laufen und schießen machen. So, das habe ich mir übrigens mittlerweile mal angewöhnt, dass ich, wenn ich das zweite Wildschwein anlocke, dass ich dann den oder die Dorfbewohner, je nachdem wie viele da verletzt wurden von der ersten Jagdaktion, einquartiere, bevor ich angreife, so dass auf keinen Fall dieser schwache Dorfbewohner angegriffen wird, denn das habe ich ja, wer meinen Kanal schon länger guckt, wird gemerkt haben, dass mir das öfters passiert, dass da mal ein Dorfbewohner abkratzt, wenn das zweite Wildschwein antanzt. Also das habe ich in den ersten Gegner gefunden, ist der Koreaner. Ich habe ja am Anfang gesehen, dass einer war Byzantiner,
Ich weiß nicht, welcher, das ist natürlich in welcher Position er spielt. Der Byzantiner würde wahrscheinlich eher auf Plänkler gehen und Plänkler sind ja meine Schwäche in diesem Fall, wenn ich halt nur auf Bogenschützen gehen möchte, optimalerweise. Also wenn es nicht anders geht, dann werde ich natürlich einer entwechseln, aber das ist halt der Plan. Das heißt, wenn ich den als andere Flanke hätte, würde ich auf jeden Fall zuerst den Byzantiner angreifen, ansonsten gucke ich halt, wo es sich am besten anbietet. Der Blaue wäre jetzt halt der Koreaner, der ist im Late Game eher gefährlich, also ist nicht so schlimm, wenn ich den nicht frühzeitig angreife, denke ich mal. Aber schauen wir mal. So, also ich habe jetzt diesen Build, den ich gespielt habe, hier nicht groß kommentiert. Das ist, wenn ihr den Bogenschützen-Rush lernen wollt, habt ihr jetzt natürlich dazu ein Tutorial. Und den könnt ihr gegen die KI auf jeder Schwierigkeitsstufe völlig problemlos spielen und solltet eigentlich immer gewinnen. Ich zeige jetzt halt auch eine Variante, in der man im Prinzip noch schneller gewinnen kann. Ich habe jetzt, ja, ändere meine Build-Order manchmal so ein bisschen spontan. Also wenn ihr ganz, sag ich mal, normal das Ganze machen wollt, dann schaut euch einfach das Tutorial an. Da lernt ihr auch noch ein paar Kniffe. Hier habe ich noch ein paar Schafe gerade geklaut, das ist sehr gut. Gerade als Brite, weil ich ja von dem Bonus profitieren kann, dass die Schafe schneller gesammelt werden. Das ist immer ganz wichtig, dass man hier so ein zweites Lumbercamp baut, damit man mehr Holz kriegt. Ich glaube, jetzt habe ich aber einen zu wenig vielleicht zum Holz geschickt. Werden wir gucken, ob das gleich reicht. Ja, aber es wird schon irgendwie alles hinhauen. Der Plan ist halt gleich, dass ich sofort, wenn ich in der nächsten Zeit bin, zwei Schießanlagen baue, am besten so ein bisschen Richtung Gegner und dann auch sofort anfange, Bogenschützen natürlich zu produzieren. Und anders als ich das oder man das normalerweise machen würde im Online-Spiel, werde ich das so machen, dass ich die ersten Bogenschützen, die rauskommen, nicht sammle, bis ich so irgendwie eine kleinere Gruppe habe, sondern sie sofort zum Gegner schicke. Der Gedanke dabei ist, dass die halt sofort Ressourcen blockieren können, denn die KI macht Folgendes, wenn sie angegriffen wird, sie zieht alle Dorfbewohner von der bedrohten Ressource ab. Egal, ob das wirklich für sie gefährlich ist oder nicht. Das heißt, wenn ich einen Bogenschützen neben das Gold platziere, wird er alle Goldfälle abziehen. Goldfäller sage ich schon, Goldarbeiter natürlich, abziehen, bis die Gefahr gebannt ist. Das heißt, so kann ich ihn so lange mein Bogenschütze neben seinem Gold steht, davon abhalten, von dieser Goldmine überhaupt irgendwas zu sammeln. Das gleiche gilt für alle anderen Ressourcen, bis auf die Felder. Und dann gibt es noch folgenden Kniff sozusagen. Oh, jetzt habe ich mir wirklich nicht genug Holz. Naja, also die 2 Sekunden kann ich mir noch leisten, denke ich mal, in denen ich das zweite Gebäude noch nicht bauen kann. Ja, also die KI, wenn die Goldarbeiter halt zurücklaufen, dann quartieren sie in der Regel ein oder versuchen sie ein bisschen aus Reichweite zu bleiben. Aber bei Feldarbeitern ist es so, dass sie in der Regel direkt ins Dorfzentrum sich einquartieren, beziehungsweise so in dem Areal, wo jetzt bei mir die Schafe so ungefähr stehen, stehen bleiben und sie mal wieder ein- und ausquartieren. Das hat voll den Hintergrund, dass die KI eben einquartiert mit dem Ziel, ja, hier kriege ich bestimmt einen Pick noch, den Dorfbewohner kriege ich, glaube ich. Mit dem Ziel halt, die Dorfbewohner nicht nur zu schützen, sondern auch mit dem Dorfzentrum halt Pfeile abzuschießen und damit die Gegner Schneinheiten zu verletzen. Wenn man halt außer Reichweite des Dorfzentrums bleibt und dann aber gleichzeitig die Dorfbewohner, sobald sie aus dem Dorfzentrum kommen, angreifen kann. Also wenn man halt genau sozusagen in der richtigen Reichweite steht, dann wird die KI im Prinzip alle Dorfbewohner im Dorfzentrum lassen und nichts mehr mit denen tun. Hat ein bisschen was vom Exploit, ihr werdet gleich sehen, was ich davon mit meine. Hat aber eben einen Effekt, dass die KI dadurch deutlich schneller von ja, überhaupt vom Handeln abgehalten werden kann. Das heißt, ich werde den blauen Spieler, den ich jetzt halt zuerst angreife, weil ich ihn gewöhnt halt nicht besonders gut gescoutet habe, im Prinzip so aus dem Spiel nehmen, dass ich ihn einfach nur von allen Ressourcen abhalte. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ob es auch wirklich auf sehr schwer ist, weil die KI wir irgendwie müssen, also selbst für KI-Verhältnisse sehr langsam vorkommen gerade. Da sehen wir, da sind halt mehrere abgehackte Bäume und wo die Goldmine ist, weiß ich auch. Das heißt, ich stelle meine Bogenschützen mit der Kampfhaltung-Position halten in die Nähe dieser Ressourcen und werde dann gleich euch zeigen, was das Ganze mit der KI macht. So, Scout habe ich auch noch am Start. Jetzt vielleicht hier gerade anfangen, Gold zu holen. Vielleicht kriege ich ihn noch. Ja, einen Dorfbewohner habe ich schon gekillt. So, jetzt seht ihr, jetzt wird er weder von dieser Goldmine noch von diesem Holzfällerlager sammeln können. Und die nächsten platziere ich da oben. Das hat dann gleich noch den Effekt, oh, er hat seinen Wildschwein nicht gejagt anscheinend. Naja, also es hat dann gleichzeitig den Effekt, dass ich ihn dann von dieser zweiten Stelle, wo er Holz sammelt, abhalten kann und auch gleichzeitig eben seine ersten Felder auch im Visier habe. Ja, hier sollte ich zuerst mal ein Haus bauen. Eigentlich auch sehr wichtig, das Reichweiten-Upgrade so früh möglich zu holen. So, ihr seht halt, jetzt laufen seine Dorfbewohner hier total ziellos hin und her. Hier oben baut er sein Militärgebäude, werde ich wahrscheinlich nicht mehr abhalten können, aber ich versuche es mal zumindest. Ja, okay, nee, das kann ich knicken. So, der gelbe Spieler war jetzt als letztes in der Feudalzeit. Ich hoffe, das heißt, dass er Fastcastle spielt. Es war halt wirklich sehr spät, selbst für KI-Verhältnisse. Die KI ist ja immer sehr langsam eigentlich. Weil die halt mit sehr, sehr vielen Dorfbewohnern immer in die Ecke geht.
Also, was meine Wirtschaft angeht, da werde ich jetzt nicht so viel kommentieren, denke ich mal. Also, wenn ihr wirklich wissen wollt, auch oh, das habe ich vergessen. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wie man normalen, oh, das soll nicht sein, normalen Bogenschützen-Rush halt spielt, dann schaut euch das Tutorial, wie gesagt, an. Okay, das ist jetzt auch sehr, sehr lustig. Also, der hat dann sehr, sehr spät dieses zweite Wildschwein sich geholt. Das ist wirklich, ja gut, also, das hilft mir natürlich. Dadurch, dass, seine Wirtschaft jetzt viel, viel schwächer ist. Und ihr seht halt, fast alle seine gesamte Wirtschaft ist im Prinzip unter seinem Dorfzentrum gerade. Und so langsam muss ich mich mal darauf konzentrieren, dann auch den Gelben anzugreifen. Das heißt, ich werde jetzt meine Truppen weiter da oben sammeln. Also ich habe dieses Szenario, sag ich mal, 3 gegen 1 schon öfters mal gespielt auch. Und da halt, deshalb habe ich auch mehrere dieser Erkenntnisse, wie habe ich jetzt 5 Aspiren eigentlich, die ich jetzt halt mit euch teilen kann. Eins davon ist eben, dass man dann, wenn man einen Spieler, so wie ich das jetzt gemacht habe, aus dem Spiel genommen hat oder mal zu größten Teil aus dem Spiel genommen hat, dass man dann nicht zum zweiten Flankenspieler übergeht, sondern zum Pocketspieler, weil der Pocketspieler wahrscheinlich ein kleineres Militär hat. Wenn man sofort den zweiten Flankenspieler angreift, verliert man wahrscheinlich seine Armee, weil er in der Zwischenzeit halt schon eine größere Armee aufbauen kann. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen abmolen hier, falls der grüne Spieler halt angreifen sollte. Das kann man nicht komplett verhindern, also ich werde mich nicht komplett einmauern, aber ich werde halt versuchen, ihn möglichst davon abzuhalten, direkt in meine Wirtschaft zu laufen. Schauen wir mal, ob das Ganze auch notwendig sein wird. Hier kann ich, denke ich mal, einen stehen lassen. Also eigentlich ist es nicht so wichtig, dass dieser eine Bogenschütze, der noch auf dieses Feld ballert, dass der überhaupt da ist. Aber das mache ich, damit der Gegner nicht noch irgendwie wegläuft und ein neues Holzfällerlager irgendwo anfängt oder sowas. Im Prinzip habe ich den blauen Spieler jetzt in seinem Dorf gefangen und das war's. Ja, jetzt 17 Minuten im Spiel und eigentlich ist der blaue raus. Das heißt, jetzt sind wir nur noch in 2 gegen 1 eigentlich. Und jetzt kommt halt sozusagen der Part, in dem es auch mal schwierig werden kann. Schauen wir mal, was der Gelbe gemacht hat bislang. Ist er noch nicht in der Ritterzeit, aber in der Zeit normalerweise, also 17 Minuten, schafft es die KI eigentlich nie. Ich habe die KI noch nie in eine solide Fastgasser-Zeit spielen sehen. Sie macht das eher so, dass sie halt ein bisschen in der Wirtschaft hat. Würde für Anfänger, denke ich mal, eigentlich auch funktionieren, aber ich finde es eigentlich besser, wenn man halt schneller ist. Und ja, die KI ist im Late-Game natürlich am stärksten. Das ist natürlich auch, also das Micromanagement ist halt sehr, sehr gut und vor allem gibt sie halt automatisch alle Ressourcen immer aus. Das macht einen Riesenvorteil gegenüber menschlichen Spielern. Das heißt, es wird schwieriger, desto länger das Spiel dauert im Prinzip. Und gerade wenn man gegen mehrere Gegner spielt, will man natürlich frühzeitig welche aus dem Spiel nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt halt den Gelben möglichst schnell besiegen kann, dann würde ich halt sofort auf... Okay, da ist er in der dritten Zeit. 18 Minuten 20, das ist okay. Wenn ich jetzt halt den grünen Spieler, warte mal, den gelben wollte ich jetzt eigentlich angreifen, was machen, nee, okay, der jagt nur ein bisschen. Also wenn ich jetzt den gelben Spieler halt erwische, sag ich mal, ihn mehr oder weniger aus dem Spiel nehmen kann auch, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass der grüne Spieler sich in der Zwischenzeit sehr stark aufgebaut hat und es wahrscheinlich eher ins Late Game geht gegen ihn. Das heißt, der Kampf gegen den grünen Spieler wird der längste sein, wenn es jetzt gegen den gelben hier alles funktioniert. Wenn er jetzt halt ein bisschen zu weit Richtung grün gelaufen. Und der Grüne ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, spielt Türken. Das ist auch kein unbedingt schlechtes Late-Game-Volk. Allerdings, wenn ich halt seine Verbündeten aus dem Spiel nehme, wird er Goldprobleme kriegen. KI, wenn sie Verbündete hat, will eigentlich immer handeln. Auch wenn es noch nicht notwendig ist. Und ich kann mir halt im Late-Game dann zumindest schon vom blauen Spieler die Ressourcen krallen. Der hat ja im Prinzip kein Gold gesammelt oder kaum. Weil ich ihn ja erwischt habe, bevor er seinen Camp da überhaupt fertig gekriegt hat, richtig. Okay, das hier, da muss ich aufpassen. Das sieht auf jeden Fall alle auf. Position halten stehen. Ich krieg einiges an Kills hier schon mal, ich mache die Wirtschaft also schon mal ein bisschen durcheinander. Aber ich darf halt auf keinen Fall in Richtung des Dorfzentrums laufen. Einen sollte ich hier lassen, einfach um die Position zu halten und halt zu verhindern, dass da weiter gesammelt wird. Das gleiche werde ich jetzt mit dem Gold versuchen. Also im Prinzip genau das, die gleiche Vorgehensweise wie gegen den Blauen, nur dass ich halt erwarte, dass irgendwo als Militär auftauchen wird. Ich gehe stark davon aus, dass er auf Ritter gegangen ist. Ich habe jetzt leider noch nicht sein Militärgebäude gescoutet, aber so wird es, denke ich mal, sein. Sehr gut auch, dass da zwei Goldminen da relativ nah beieinander liegen. Das heißt, wenn ich die eine abkapsel, dann kann ich die andere wahrscheinlich auch direkt damit verhindern und muss nicht so viele Bogenschützen da abstellen. Jetzt werde ich zunächst mal den Rest meiner Armee zu Hause sammeln, denke ich mal. Okay, das ist auch eine super Position, um auf Position halten zu stehen. Macht da leider Mönche. Das Problem ist jetzt halt, dass die Mönche deutlich mehr Reichweite haben als ich. Ich kann die wahrscheinlich nicht wirklich erwischen. Jetzt werde ich halt diese eine Konvertierung da abbekommen. Warte jetzt ein bisschen, ich werde jetzt nicht noch einen neuen Dorfbrunner machen, auch wenn ich es eigentlich könnte noch, aber ich will halt so schnell es geht in die nächste Zeit gehen. Jetzt hat er jetzt leider hier schon einen Armbrustschützen parat, das ist da auch mehr Reichweite als ich. Also gegen den Gelben werden wir wahrscheinlich erst in der Ritterzeit richtig vorgehen können. Aber zumindest einen Armbrustschützen kriegen wir hier noch, da wir in Mehrzahl sind.
Jetzt habe ich vergessen abzuklicken. Ah, jetzt habe ich zumindest schon mal drei Schießanlagen, mit denen werde ich die ganze Zeit durchgängig produzieren und dann, wenn ich in der nächsten Zeit bin, natürlich dann mit Armbrustschützen versuchen, den Gelben noch weiter zu piesacken. Jetzt habe ich ihn zumindest von dieser Goldmine hier erstmal abgehalten, die andere scheint er noch nicht zu benutzen. Das heißt, zwei Ressourcen habe ich ihm zumindest schon mal geklaut, mehr oder weniger. Also wenn ich jetzt eigentlich total beschissene Idee gegen Bogenschützen, weil die halt viel, viel mehr kosten. Aber ich habe leider nicht die Reichweite, um sie rechtzeitig zu töten. Außerdem hat er, das habe ich nicht aufgepasst, ob er das Upgrade gemacht hat. Wahrscheinlich hat er das Lebenspunkte-Upgrade schon gemacht, dadurch wird es halt nochmal schwieriger. Aber solange ich ihn da halt vom Gold abhalte, kann er nicht viele Mönche machen, das meine ich. Ganz gut, ich weiß nicht, natürlich nicht, wo er noch weitere Goldminen hat, aber zumindest die erste und zweite habe ich halt jetzt im Prinzip im Griff. Bin ein bisschen überrascht, dass der Grüne bislang noch nichts gemacht hat. Seine Punkte sind relativ hoch. Kann also sein, dass er einfach mit. Ach, der ist auch noch in der Feudalzeit. Also er baut wahrscheinlich die ganze Zeit mit einer Feudalarmee. Ich werde mal mit meinem Scout nachschauen. Da wurde jetzt einer konvertiert, das heißt, da stelle ich einen neuen hin. Okay, ja, Feudalarmee. Ich weiß nicht, ob er mehrere Scouts gemacht hat. Er hat auf jeden Fall. Okay, das muss ich auf jeden Fall verhindern, das ist bestimmt ein Dorfzentrum. Ist eine bescheuerte Position für ein Dorfzentrum. Ich krieg richtig viele Kills hier, also das ist super. Ja, also gegen den Gelben habe ich bislang echt gut bekämpft sozusagen. Ich bin echt überrascht, ich habe noch keinen einzigen Ritter jetzt von ihm gesehen. Ich weiß echt nicht, auf was der Gelbe hier eigentlich geht. Was ist genau sein Plan? Also die Mönche können es ja echt nicht gewesen sein. Ich hab die. Oder? Also die KI spielt natürlich gerne mit Mönchen, weil sie mit Mönchen sehr, sehr gut ist. Mönche brauchen halt vor allem Micromanagement und die KI hat halt, ja, sag ich mal, unendlich Action per Minute und die MPM. Und jetzt habe ich nicht genug Gold für beide Upgrades. Also ich hole jetzt erstmal das Armbrustschützen-Upgrade. Kriege jetzt automatisch schon eine Reichweite mehr. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch mal zum Grünen, weil ich habe ja gesehen, dass er eine relativ große Armee hat und wenn die halt komplett Upgrades kriegt, dann wird es auch für mich schwierig, jetzt die im nächsten Kampf direkt zu besiegen. Das Gute ist, er ist ja Türke, das heißt, er kann keine Elite-Plänkler machen. Das heißt, ich habe meinen zumindest offensichtlichsten Konter gegen mich schon mal aus dem Spiel. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, zumindest von diesem Gegner. Und ich denke mal, den Gelben habe ich so ziemlich am Sack auch irgendwie. Ich bin ja ein bisschen überrascht, dass der Gelbe halt so gar nicht wirklich Militär macht. Mag sein, dass er hauptsächlich auf diese Mönche gehen wollte oder ja so eine Art Boom spielen wollte. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Also die KI hat auf jeden Fall irgendeine Art Update bekommen. Die spielt auf jeden Fall nicht mehr ganz so voraussehbar, wie es vorher der Fall war. Insgesamt würde ich auch sagen, ist sie auf jeden Fall spielt sie besser. Das habe ich halt ein paar Armbrustschützen da auch jetzt in seinen Ressourcen so platziert, dass sie halt auch wirklich seinen Dorfbewohner am Dorfzentrum abschießen können. Jetzt sehen wir, wie viele Dorfbewohner von ihm gerade nicht arbeiten. Das ist eine ganze Menge. Ich würde davon jetzt eigentlich sagen, dass der Gelbe auch so ziemlich aus dem Spiel ist. Ihr seht ja, die Punkte vom Blauen ändern sich nicht mehr so groß. Der ist de facto ja auch schon tot. Ich sollte mir eigentlich mal Ballistik holen. Ich habe jetzt aber noch keine Uni. Machen wir mal schnell. Ich darf seine Wirtschaft nicht so sehr vernachlässigen, weil die KI kann eigentlich ganz gut boomen auch. Also wenn der Gelbe jetzt in Ruhe gelassen worden wäre, hätte er wahrscheinlich im Late-Game auch ordentlich damit Schaden machen können. Das ist eigentlich eine ganz gute Position, um jetzt gegen ihn zu kämpfen, weil ich auf dem Hügel stehe. Ich glaube, ich bleib da einfach mal stehen. Müsste eigentlich klar gehen. Ich hole mir auch die zweite Panzerung. Normalerweise ist sie nicht so wichtig, aber mache ich auf jeden Fall mal. Weiß jetzt nicht, ob ich noch eine Lücke im Wall hatte, deshalb mache ich mir da immer eine. Und auch das nächste Dorfzentrum sollte mal sein mit den Briten ist ja wie gesagt, wie bekannt, sag ich mal nicht, wie gesagt, ich hab's noch nicht gesagt. Günstiger hat er schon Panzerungs-Upgrade gemacht wahrscheinlich. Normalerweise würde ich nicht mal den Ritter relativ schnell killen können, so jetzt habe ich ihn. Ja, ich lasse ihn automatisch kämpfen hier. Kein Bock, das jetzt alles in Handarbeit zu machen, sozusagen. Die nächste Fuhre von meinen Leuten ist auch schon unterwegs. Der ist irgendwie ständig in meinen Gedankengängen unterbrochen hier. Aber naja, ich denke mal, ihr könnt es verkraften. Oh, jetzt gibt der Blaue sogar auf. Das ist auch gut. Also jetzt hat er mittlerweile, glaube ich, auch alle seine Aufruhr irgendwie mehr oder weniger verloren. Also ich kann jetzt die Kollegen auch zum Gelben weiterziehen, obwohl der jetzt im Prinzip in der gleichen Position ist wie vorhin der Blaue. Es scheint der Grüne halt alle möglichen Upgrades gemacht zu haben. Geht auf Ritter und Armbrustschützen. Aber ich habe mehr Reichweite. Okay, das ist irgendwo auf jeden Fall noch eine Lücke, aber ich sage, ja gut, ich habe eine Lücke gemacht. Kein Bock, nein, da zu ziehen. Ich boxe den Reiter jetzt mal runter. Werde einige Verluste kriegen, leider, aber naja, ist nicht so schlimm. Kann ich verkraften. Holz brauche ich vor allem gerade. Die Wirtschaft in Age of Empires ist immer wirklich zu balancieren, so wie man braucht. Das ist echt eine Wirtschaft, eine Wissenschaft für sich, habe ich manchmal echt das Gefühl.
Das macht das auch dann mehr. Es ist leider, also jedenfalls, soweit ich weiß, ist das mein sekundäres Gold, was ich da neben dem zweiten Dorfzentrum habe. Deshalb brauche ich das auch so komisch, weil das leider ein Hügel ist. Wo kriegen wir den? Ja, das ist schon plus 2 in Verteidigung. Ich habe immer noch keinen Ballistik, aber kann es mir gar nicht leisten. Dornring kriege ich ja leider gar nicht mit den Briten, aber das wäre auch ein bisschen überpowered. Hä? Jetzt geht irgendwie meine Maus gerade nicht. Okay, jetzt geht's wieder. Da hat's ein bisschen gehakt irgendwie, weil ich den zweiten Kasten ziehen wollte, hat nicht ganz geklappt. So, jetzt aber. Jetzt gibt auch der Gelbe auf. Das war relativ schnell. Normalerweise lassen sie sich noch eine Weile sozusagen abschießen. Aber das ist alles super eigentlich. Wahrscheinlich habe ich einfach zu viele Kills gekriegt mittlerweile. Das heißt, ich kann jetzt wirklich alles auf Grün fokussieren. Wir haben jetzt 30 Minuten im Spiel. Also wenn ihr jetzt nur 2 gegen 1 spielen wollt, dann könnt ihr im Prinzip ja genau das machen, was ihr jetzt bis zu diesem Zeitpunkt gemacht habt und habt dann das Spiel gewonnen. Ne? Also da gibt es ja keinen dritten Spieler, der sich aufgebaut hat. Man kann das im 2 gegen 1 halt ganz genau so machen und es funktioniert dann natürlich noch besser, da es weniger Gegner gibt. Weil jetzt mich nicht verklickt. Mikrofehler. Also ihr könnt den ersten Gegner, so wie ich den blauen jetzt aus dem Spiel genommen habe, relativ frühzeitig kaputt machen und dann gerne auch erstmal warten, bis das Winterzeit-Upgrade da ist und dann halt auf den nächsten Gegner gehen. Jetzt habe ich halt den innerhalb von 30 Minuten beide besiegt. Es ging relativ schmerzlos. Auch, denke ich mal, irgendwie einfacher als in dem letzten 2 gegen 1 Video auf Arabien, das ich gemacht hatte für diese, für diese Taktik oder diese Vorgehensweise, wo ich dann ganz normalen Rush im Prinzip gespielt habe und den Gegner versucht habe, komplett zu killen, bevor ich zum nächsten gegangen bin. Also wirklich der essentielle Tipp, den ich sozusagen hier geben kann, ist, konzentriert euch auf darauf, den Gegner von Ressourcen abzuhalten und dann geht sofort zum nächsten Gegner. Also haltet euch nicht zu lange in einem auf und damit könnt ihr halt auch mehrere Gegner relativ leicht besiegen. Mit 4 habe ich es noch nicht geschafft. Also es ist halt auch so, dass dann die KI, wie gesagt, relativ gut boomen kann. Und im Late-Game ist es gegen den voll geboomten Gegner, vor allem wenn man selber nicht komplett geboomt hat, wirklich auch schwer zu spielen. Denn wie ihr seht, ich habe jetzt immer noch 2 Dorfzentren, das zweite recht spät gebaut und die KI macht halt sehr schnell sehr viele Dorfzentren. Das heißt, die hatte auch eine größere Wirtschaft und eine größere Möglichkeit, Wirtschaft aufzubauen. Habe jetzt halt von dem Grünen, glaube ich, auch schon einiges an Dorfwohnern gekillt. Deshalb weiß ich nicht, ob er wirklich mehr Wirtschaft hat als ich. Aber er dürfte zumindest in der Nähe sein und er hat auf jeden Fall mehr Dorfzentren als ich. Das muss jetzt meinen militärischen Vorteil, den ich, denke ich mal, immer noch habe, auch immer weiter ausnutzen. Das heißt, wenn ich Truppen habe, nach vorne schicken und versuchen, die Dorfwohner zu kriegen. Hier muss man das Gold ein bisschen weniger saturieren. Ah, hier kriege ich auf jeden Fall noch einiges an Kills, das ist sehr gut. Hier kann ich ihn wahrscheinlich vom Holzhacken abhalten. Ich weiß nicht, ob die Reichweite da reicht, aber ich denke es mal. Alles okay. Naja, da habe ich richtig viele Kills gekriegt. Oh, das sollte nicht sein, das sollte eigentlich Häuser werden, falscher Ort gehen. Die KI und ihre Mönche, die Liebsee. Vielleicht kann ich auf diesem Hügel jetzt einfach ein bisschen campen, wenn er da wieder ankommt und ich jetzt von 2 Seiten angreife, sollte ich eigentlich. Vielleicht kann ich ihn jetzt sogar schon besiegen. Ich habe sein Hauptgold irgendwie noch nicht so auf dem Visier, vielleicht ist das weiter rechts da, wo ich noch nicht erforscht habe. Aber wahrscheinlich sogar. Meine Wirtschaft irgendwie schlecht balanciert. Ja, okay, den Kampf werde ich verlieren. Das brauche ich auch gar nicht jetzt zu Micron. Deshalb kann ich erstmal hier weiterkriegen. Vielleicht kriegt er jetzt auch Holzprobleme, weil ich habe jetzt echt viele Holzfäller für ihn gekillt und 2 Spots auf einmal angegriffen. Ja, die sind alle tot. Ja, kommt er leider mit Rammen. Was die KI zum Glück eigentlich nie macht, ist Mangonelle einsetzen zum Kontern gegen Bogenschützen. Weil das wäre ja eigentlich noch besser. Vor allem mit dem Micro, das sie hat. Aber Rammen sind natürlich auch gut, da man dann halt wirklich immer darauf achten muss, dass die Bogenschützen nicht die Rammen angreifen. Ich lasse sie da immer automatisch kämpfen, ich hoffe, die Ramme kommt nicht zu nah dran. Muss, denke ich mal, auch demnächst vielleicht anfangen, Pikiniere zu machen. Weil die Kajeten halt wirklich sehr stark auf Ritter auch geht und leichte Kavallerie. Wenn halt zu viele da sind und die haben halt, wie gesagt, 2 Panzerungs-Upgrades schon, wird das selbst gegen den Bogenschützen natürlich ein bisschen schwierig. Ich denke, ich mache hier schon ganz gute Kämpfe eigentlich, aber ich denke mal, insgesamt verliert er dann mehr als ich. Und warum habe ich bei jedem Angriff halt einiges von seiner Wirtschaft mitgenommen? Mache jetzt mal ein paar Upgrades für die Pikenträger, damit ich die demnächst auch mit an die Front nehmen kann. Ist halt deutlich kosteneffektiver, wenn ich die dann mit Pikinieren, mit die Reiter von ihm, als wenn ich da die ganze Zeit meine Bogenschützen verschleudere. Also dann doch nicht komplett auf Bogenschützen gegangen, nur. Aber das ist, denke ich mal, alles verständlich.
Ich überlege gerade, ob ich jetzt wirklich erst, ob ich jetzt nochmal losziehe mit der Truppe oder ob ich erst in der Imperialzeit jetzt angreifen soll. Also, die Waffenschmiede habe ich jetzt schon gebaut, sodass ich auch in die nächste Zeit gehen kann. Habe jetzt halt die Uni und die Waffenschmiede. Da, ach, da ist noch Gold auch. Jetzt habe ich das am Minimap gerade gesehen. Hätte ich vielleicht eher da mein nächstes Dorfzentrum bauen sollen. Aber das dritte, was ich jetzt oben beim blauen baue, das geht halt direkt an Hauptgold dran. Das heißt, da kann ich auch nochmal einiges an Reserven abzwacken. Hier ist zweite Panzerungsupgrade für die Infanterie, damit meine Pikenträger auch gleich noch ein bisschen mehr aushalten. Der Gegner hat ja wie gesagt auch, oder wie gesehen, sag ich mal, auch noch einiges an Armbrustschützen. Also was ich jetzt alleine gesehen habe, waren Armbrustschützen, Rahmen, Mönche und Ritter. Ach ne, und leichte Kavallerie natürlich auch. Als Türke kriegt man ja den, das Upgrade umsonst. Ja, mit Bogenschützen, mit britischen Armbrustschützen und gleich dann Hellebardieren sollte ich eigentlich dagegen klarkommen, denke ich mal. So, das mit der Imperialzeit hätte ich mir eigentlich früher überlegen sollen, aber ja, ich habe meine Wirtschaft halt währenddessen nicht ganz so stark aufgebaut, wie man das haben wollen würde. Aber jetzt hält Iceman das Dorfzentrum und der Gegner hatte garantiert schon länger eins. Dieses hätte schon länger das zweite und dritte Dorfzentrum bestimmt. Ich werde mich jetzt mal auf dem Hügel hier hinten sammeln. Das heißt, wenn der Gegner ein bisschen vorprescht, dass ich nur noch direkt erwischen kann. Auf einem Hügel. Habe ich direkt zwei Goldminen drüber. Das ist gut. Soweit ich weiß, geht die KI, wenn ihre Kameraden ausgeschaltet ist, auch auf die Ressourcen. Also würde sich dann wahrscheinlich auch vom Gap das zusätzliche Gold schnappen. Da muss dann vielleicht, wenn das Spiel länger gehen sollte, auch mal nachschauen. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt in der Realzeit bin, sollte ich den Gegner eigentlich direkt besiegen können. Werde es auf jeden Fall noch auf das Imperial-Upgrade warten. Also wenn ich diese Armee jetzt hier verschleudere, das wäre einfach dumm. Weil ich halt noch einen richtigen sogenannten Power-Spike kriege. Wenn ich in der nächsten Zeit bin, weil ich halt dann direkt die Upgrades mache und auch nochmal Reichweite für meine Armbrustschützen natürlich kriege, wenn sie aber letzten sind. Und noch das letzte Reichweiten-Upgrade haben. Plus halt noch den Bonus der Briten, dann haben sie halt insgesamt, soweit ich weiß, 11 Reichweite. Plus das, was man halt in der Burg noch machen könnte, ob ich jetzt keinen Stein gesammelt, werde ich es auch nicht mehr machen. Hätte man insgesamt halt potenziell 12 Reichweite. Und gerade bin ich jetzt bei 8, also es sind nochmal 3, die ich auf jeden Fall dazu kriege. Und ja, das will ich mal nicht vergeuden. Desto mehr Aberlisten mit 8 Reichweite ich gleich habe, desto besser. Ja, meine Holzwirtschaft ist irgendwie ein bisschen durcheinander, aber naja. Ich hab halt, das ist auch immer ganz gut, also als allgemeinen Tipp, hier übrigens ein Wolf eingesperrt im Wald, dass man so mehrere Spots natürlich nimmt, um immer effektiv auch Holz zu hacken. Weil dieser Wald, den ich jetzt hier mit 3 Holzfällerlagern sogar bearbeite, der wird dann natürlich relativ bald auch abgeholzt sein. Also ich weiß nicht mehr, unter welchem Video das war, dass jemand gesagt hat, ich sollte mal das 2 gegen 1 neu machen. Hat natürlich auch mit der Mikroqualität einfach zu tun. Oder allgemeine Aufnahmequalität. Deshalb wurde das halt vorgeschlagen, weil ich ja einiges an Remakes gemacht habe mittlerweile und die sind auch sehr gut angekommen insgesamt. Deshalb denke ich mal, dass das ja auch eine gute Idee ist. Wie gesagt, 3 gegen 1 ist vom Prinzip einfach nur eine schwerere Version von 2 gegen 1. Deshalb ist es auch, wenn ihr nur 2 gegen 1 spielen wollt, natürlich anwendbar. Und ist natürlich auch anwendbar, wenn ihr nicht auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielt, sondern einfach vielleicht gegen die mittlere Schwierigkeitsstufe 3 gegen 1 oder 2 gegen 1 spielen wollt. Ist diese Vorgehensweise natürlich immer noch legitim. Warum kämpfen meine Pikenträger jetzt nicht? Die patrouilliert, aber sie laufen einfach weiter. Das war jetzt doof. Naja. So, Chemie hole ich mir natürlich auch noch. Oder Chemie. Ey, ich komme aus Westdeutschland und da sagen immer alle Chemie und China und das ist eigentlich falsch. Also das weiß ich sogar, aber ich mache es trotzdem immer. Also das heißt eigentlich Chinesen. Oder wenn man südlich aussprechen will, Chinesen, das gibt es zumindest auch noch. Aber es gibt eigentlich im Deutschen ja kein einziges Wort, wo man wirklich mit CH wie aussprechen würde. Das ist eigentlich total dämlich. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer mache. Oder beziehungsweise warum wir das in Nordrhein-Westfalen so machen. Aber naja. Also, ich habe Chemie gemacht. Und pumpe jetzt hier weiter meine Einheiten. Werde ich noch weiter oder auf Monats brauchen, um auch jetzt macht er viel daran. Das ist übrigens auch sehr, sehr typisch für die KI. So ein Zug an Einheiten einfach zum Gegner zu schicken und alle Gegner, die unterwegs sind, zu ignorieren. Da muss ich jetzt, gut, mit den Aberlässchen kriege ich die Rammer nicht so schnell drunter. Muss ich auf jeden Fall mit dem Pinkenträger ein bisschen draufhauen, beziehungsweise meine eigenen Rammen jetzt langsam machen. Jetzt läuft er wieder zurück. Interessant.
Also wo ich mit meinem letzten Gedanken darauf hinaus wollte, war also derjenige, der den Kommentar geschrieben hatte und gemeint hatte, dass ich mal das Remake machen soll. Ich hoffe, das ist alles zu deiner Zufriedenheit. Ich werde den Kommentar nochmal raussuchen, dass ich nochmal drauf markiere, zu sagen, dass du Bescheid weißt. Und ja, auch für alle anderen hoffe ich natürlich, dass es das hier alles zu eurer Zufriedenheit ist. Also ein bisschen Gameplay von mir geht ja auch immer anscheinend, ist immer relativ beliebt. Wenn ich dieses Video veröffentliche, also ich weiß noch nicht, wann ich das machen werde, bin ich wahrscheinlich auch schon im Ausland unterwegs, werde Craig oder ich machen dazu auch noch ein Ankündigungsvideo. Also wahrscheinlich, wenn ich dieses Video veröffentliche, ist das Ankündigungsvideo bereits draußen, sodass ihr schon Bescheid wisst, aber ich erwähne es nochmal. Also das ist ein voraufgenommenes Video sozusagen, das ich vor 2018 aufgenommen habe und wahrscheinlich 2018 aber erst veröffentlicht werden wird. Dann sozusagen vorproduziert in dem Sinne. Ah, hier gerade auch noch weiter Holz da, da hat sich wahrscheinlich dann verzogen. Ja, also verloren hat er jetzt in jedem Fall schon. Es geht jetzt nur noch darum, wann gibt er auf. Ich habe jetzt leider erst viel zu spät mit Langstaffeln angefangen, das hätte ich viel früher machen sollen, das war jetzt ein bisschen schnappig gespielt. Das ist also mein Let Game insgesamt jetzt hier nicht so toll gemacht. Aber ich komme noch klar auf jeden Fall. Also ich bin mir echt überrascht, dass der Grüne so lange bislang durchgehalten hat, weil ich halt echt viel Schaden an seiner Wirtschaft gemacht habe. Aber er hat halt mehrere Salven, oder sag ich mal, Truppenverbände, die ich darüber geschickt hat, hat er halt komplett besiegt. Da war ich echt überrascht, weil er eigentlich so viel Armee gar nicht hatte und halt so viel wirtschaftlichen Schaden gefressen hat. Also ich, da merkt man immer wieder, plus zwei Verteidigung, plus Zuchtlinien auf den Ritter macht halt echt was aus. Da halten die echt viel aus, was Schützen halt angeht. Hab den schon einen halben Wald des Landes abgeholzt hier. Ganz schlimm. Die Umwelt leidet unter mir. Ich suche mal einen anderen Wald. Den hier oben zum Beispiel. Da ist auf jeden Fall genug Gebäude an der Front. Jetzt habe ich irgendwie aus Versehen ein paar Mangel gemacht. Das war eigentlich nicht geplant, aber die können auch voll aufs Zentrum liegen. Da hinten hat er auch noch total viel Wirtschaft. Er hat einiges an dem Dorfzentrum gemacht. Vielleicht hat er sogar 4 oder 5. Das wollte ich jetzt eigentlich mal machen. Irgendwas wollte ich eigentlich noch erforschen in der Schmiede, aber jetzt habe ich es vergessen. Naja, ich hole mal das Gold auch hier oben. Vielleicht ist auch der Grüne ja auch hier oben, um sich dann noch Gold zu holen. Es ist ja sogar eine Imperialzeit, hätte ich gar nicht gedacht. Dass er das noch schafft. Oh, und gibt direkt danach auf. Okay, er wollte vielleicht noch in die Imperialzeit kommen und dann, dann erst aufgeben. Naja, also es war eigentlich relativ easy. Wie ihr gesehen habt, hängt es auch davon ab, was Zane halt macht. Also der Gelbe hat jetzt überraschend wenig Militär gehabt, als ich ihn angegriffen habe. Wenn er jetzt sehr viele Plänkler gehabt hätte, wäre das ein größeres Problem gewesen. Gegen Ritter in kleineren Mengen wäre ich noch angekommen. Mit Bogenschützen. Ja, hier sind noch ein paar Statistiken natürlich. Also ihr könnt, wenn man, es wird nicht immer ganz so smooth laufen, wie das jetzt jeder Fall war. Es kann halt auch mal zu Schwierigkeiten kommen. Ich würde, wenn ihr halt gegen mehrere KI-Maps mal spielen wollt und diese Vorangehensweise üben wollt, auf jeden Fall zuerst mal 2 gegen 1 spielen, einfach damit es ein bisschen einfacher ist. Aber ansonsten ist das eine gut anwendbare Sache, mit dem man halt recht einfach mehrere Gegner auf einmal besiegen kann. Jetzt wollte ich eigentlich noch was gucken. Ja, hier die Timeline, genau. So, also ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und ja, ich weiß nicht, wann es veröffentlicht wird, aber ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß am eigenen Spielen und ja, bis zum nächsten Mal dann.